Ja, die Residenz als Pensionado, da müssen Sie monatlich 1000 Dollar nachweisen, die Sie aus bestimmten, das können unterschiedliche Quellen sein, aus denen Sie diese 1000 Dollar pro Monat erhalten. Das kann eine anerkannte Rentenversicherung sein, es kann auch eine Unfallversicherung sein, es kann auch eine Lebensversicherung. Das Wichtigste ist hier, dass das eine anerkannte Versicherung ist und dass Sie die Gelder nicht aus jetzt Kapitaleinlagen erhalten. Ja, ein Devisentausch ist hier leider vorausgesetzt, beziehungsweise leider ist ja relativ, je nachdem wie die einzelnen Schwankungen sind zum Colones von Dollar. Also Sie müssen die Dollar direkt in Colones tauschen. Familienmitglieder sind da nicht mit eingeschlossen. Ja, die Residenz können Sie nach 2 Jahren verlängern lassen. Und in Costa Rica müssen Sie mindestens 4 Monate pro Jahr mit dieser Residenz verweilen. Auch hier ist die permanente Residenz nach 3 Jahren möglich. Und auch hier können Sie nur selbstständige Arbeiten durchführen. Ein Angestelltenverhältnis ist hierbei nicht möglich.